Bundespräsident Steinmeier hat in Cottbus zum Jahrestag 20 Jahre tolerantes Brandenburg über das Thema Flüchtlinge gesprochen. Zunächst blickte der Bundespräsident aber auf die Zeiten rechtsextremer Ereignisse zurück. Bomberjacken und Springerstiefel prägten das Straßenbild damals in vielen Dörfern und Städten, Übergriffe auf Ausländer, die Kriminalstatistiken. Und Ausländer, das war damals der gängige Begriff für alle, die so aussahen, als könnten sie Asylbewerber, Zugewanderte oder sonstige Fremde sein. Und Neonazis wurden diejenigen genannt, die dann pöbelten und prügelten, wir wissen leider, bis hin zum Mord. In Ostdeutschland waren es damals die Zeiten der großen Umbrüche, als sich Ministerpräsident Stolpe wahrscheinlich Tage mit 48 Stunden wünschte, um die vielen Aufgaben infolge der deutschen Einheit zu bewältigen. Das war die Zeit, als immer noch Monat für Monat hunderte Einwohner auf der Suche nach Ausbildungsplätzen, auf der Suche nach Arbeitsplätzen in Richtung Westen zog. Brandenburg habe ich dann später in vielen, vielen Jahren kennen und auch lieben gelernt. Und viele Brandenburgerinnen und Brandenburger haben mir klar gemacht, wie lange diese Erfahrungen des Umbruchs, das Gefühl der entwerteten Lebensläufe, Ungerechtigkeit, Perspektivlosigkeit, wie lange all das in der Region nachwirkt. Und nicht von ungefähr werden solche Prägungen von manchen heute als Erklärung für manche Vorbehalte, für manche Ausgrenzungen herangezogen. Das mag so sein, aber wir wissen auch, sie entschuldigen nichts, sie entschuldigen gar nichts. Man sollte sie allerdings auch nicht ausblenden, denn nur der klare Kontrast zu 1998 zeigt, was das tolerante Brandenburg als Konzept der Landespolitik wirklich seither gemeinsam mit vielen institutionellen Partnern, vor allen Dingen aber mit vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern immer wieder versucht, zwischendurch erreicht hatte. Und das ist nicht wenig, nämlich wirklich gesellschaftliche Befriedung in diesem Lande. Das ist nicht eben wenig oder zu unterschätzen. Und vor allen Dingen weiß ich, eine solche Wirkung erreicht man nicht mit einem Stapel Flyer oder mit ein paar Plakaten. Und deshalb danke ich Ihnen, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, vor allem für 20 Jahre wirkliche Hartnäckigkeit, für jeden Protestmarsch, jede Präventionsmaßnahme und Aufklärung, für jeden einzelnen Moment, in dem Intoleranz verhindert und Toleranz bestärkt wurde durch Ihre Arbeit. So viele Verdienste sind hier im Saal versammelt, und das ist für mich der wichtigste Grund, dieses Jubiläum zu feiern, Danke zu sagen, danke für alles das, was Sie getan haben, dafür, dass nichts unter den Tisch gekehrt wurde und dass Mut gemacht wurde und Sie den Mut hatten für Demokratie. Herzlichen Dank dafür.